Unwetterinformation. 5B-Tief mit starken Gewittern und Überflutungsgefahr und damit ein allerherzliches Glück auf zum Sonntag. Ja, anbei ein paar kurze Worte zu der sich in den letzten Rechenläufen wieder zusehends verstärkenden Wetterlage. Es besteht Unwettergefahr durch Gewitter mit hohen Regensummen in kürzerer Zeit. Werfen wir einen sensiblen und dennoch ruhigen Blick auf die aktuellen Radare und in die neuesten Karten, steigen aber ein mit einem IR-Satellitenbild, also Infrarot-Satellitenbild. Und hier kann man im Prinzip anhand der Färbungen erkennen, wie hochreichend die Wolkengrenze ist mit den Vereisungen. Und das bedeutet eben im Prinzip, alles, was hier so ein kleines bisschen mehr ans Orangen und Rote reingeht, sind eben schon eingelagerte Gewitter. So rum. Und diese Gewitter werden jetzt den Weg Richtung Sachsen nehmen und gerade diesbezüglich werde ich dann auch nochmal ein paar kurze Worte verlieren. Zur Großwetterlage. Wir sehen das jetzt hier, wie dieses 5B-artige Tiefdruckgebiet jetzt eben von Südwesten nach Nordosten durchzieht und hier schon diese kalte Luftmasse sich im Prinzip, oder kältere Luftmasse sich im Prinzip hier schon andeutet. Vorderseitig wird wie gesagt nochmal relativ schwül-warme Luftmasse adviiert bzw. herangeführt und diesbezüglich kann man das jetzt auch schon gut erkennen, dass jetzt schon die ersten Gewitter auch Richtung Chemnitz jetzt schon auf dem Weg sind vom Egergraben aus, aber auch schon Gewitter jetzt hier in Richtung Bayern unterwegs sind. Und gerade in diesem Bereich wird heute die meiste Post abgehen. Ja, detailliert schauen wir das jetzt uns nochmal genauestens natürlich an. So, jetzt zoomen wir mal ganz kurz nochmal rein hier. Und da kann man im Prinzip jetzt mal das aktuelle Radarbild ein kleines bisschen auseinandernehmen. Wir haben hier oben diese schleifende Kaltfront sozusagen, ne, wo dieses Tief eigentlich entlang zieht. Südlich davon ist es eben so, dass jetzt gerade im Übergangsbereich nochmal schwül-warme Luftmasse adviehiert wird. Ich hatte es bereits erzählt und hier sieht man, wie gesagt, überall schon die immer kräftiger werdenden Gewitter, die jetzt teilweise auch eingelagert sind. Und das Ganze wird sich heute auf diesen Weg hier begeben. Schauen wir nochmal ganz kurz in ein regionale Radar von Dresden jetzt hier. EDDC ist die Kodierung für den Flughafen Dresden und da steht auch das Radar, das Dopplerradar und das streut jetzt hier eben aus und dementsprechend werden diese Reflexionen zurückgeworfen. Das wird eben jetzt hier in der Intensität gemessen und da kann man erkennen, südlich des Fichtelbergs, ich würde jetzt mal vermuten so um Eibenstock herum, baut sich jetzt auf und zieht auch schon Richtung Chemnitz und vom Egergraben her kommt jetzt auch wieder einiges nach. In Bezug zur Wetterlage nochmal, Freunde. Das AROME-Modell, das Regionalmodell der Franzosen, deutet die ganze Geschichte jetzt hier heute nochmal so an. Wir haben oben rechts die Timeline natürlich, für wann das eben ist. Es ist so, dass es dann von Süden her, ich hatte es bereits schon erwähnt, weiterhin anbaut und dann nördlich des Erzgebirges am Kamm so ein kleines bisschen sich eine Gegenstromlage einstellen wird, wo im Prinzip die Gewitter parallel zum Erzgebirge dann nachher den Weg nehmen werden und dann auch weiter in Richtung Nordosten ein kleines bisschen ausgreifen werden. Danach Richtung Sonntag auf Montag wird es dann so sein, dass im Prinzip jetzt hier die ganze Geschichte dann so ein kleines bisschen in Nordtrall kriegt und dementsprechend dann so dieses Rückseitenwetter passiert, wodurch auch noch einige Niederschläge dann Bayern am morgigen Montag noch ja beschäftigen werden. Aber das ist nichts Unwetterartiges mehr. In Bezug auf die Gewitterenergie, Freunde, hatte ich es auch schon bereits erwähnt. Es wird nochmal Cape-Wert, also beziehungsweise Gewitterenergiewert, nochmal hier im Südosten, beziehungsweise im Osten nochmal um das Tief herumgeholt. Und diesbezüglich, ja, mit dieser Eindrehung wird es eben so sein, dass jetzt das Ganze rumkommt, bodennah, der Wind aber schön auf Richtung Nord- bzw. Nordwest dreht. Wir schauen uns jetzt mal die aktuellen Berechnungen für das Icon oder bzw. das Icon D2-Modells an mit den stündigen Niederschlagssummen. Wir sehen das jetzt hier, oben links die Timeline, für wann das eben ist. Das ist im Prinzip jetzt schon vorbei, es ist gerade 12 Uhr genau. Ja. Und da kann man eben erkennen, wie im Süden diese Gewitter jetzt hier anbauen und eben über den Egergraben nachher, über das Erzgebirge drüber gehen. Und dann kann man hier erkennen, wie punktuell, also das ist keine klassische Stauregenlage, die uns hier erwartet. Nein, es geht um punktuell eingelagerte Gewitter, die eben dann nachher durch diese Ortsfestigkeit eben sehr hohe Regenmengen in kurzer Zeit bringen können. Und man kann das hier sehr gut erkennen, wie das dann eben eintritt und die restlichen oder die letzten Niederschläge dann nachher bis morgen Vormittag 11 Uhr rausgezogen sein werden und sich in Bayern noch ein kleines bisschen
abnieselt. Ja? In Bezug auf die akkumulierten Niederschlagssummen, das gestrige oder der gestrige Rechenlauf, der 18er gestern Abend, hat die ganze Sache in Sachsen relativ entspannt gesehen und sah diesen Hotspot eher, mal gelb nehmen hier, und sah diesen Hotspot jetzt eher hier unten Richtung Bayern, ja, und dann eher so ein kleiner Gang hier so rüber, also von der Zugbahn her. Das hat sich jetzt wieder geändert. Schaut mal, das ist der neueste Rechenlauf. Und hier kann man im Prinzip gut erkennen, wo die Hotspots liegen werden. Das wird jetzt hier in Bayern sein. Da wird es nochmal hier auch Richtung Thüringer Wald wahrscheinlich ein paar Auslösungen geben. Und ja, den gefährlichsten Hotspot, den ich heute sehe, ist jetzt hier Sachsen, beziehungsweise auch der nördliche Bereich des Erzgebirges. Warum, zeige ich euch jetzt gleich. Natürlich auch hier in Richtung Riesengebirge, beziehungsweise nördlich davon. Wer sich dort befinden sollte im Urlaub oder so. Also gerade in diesem Bereich, man kann das jetzt hier gut erkennen, wird es heute und in der Nacht sehr, sehr nass werden mit örtlicher Unwettergefahr. Ja, Freunde, jetzt schauen wir nochmal ganz kurz in Richtung Bayern rein, denn das sind im Prinzip die Peaks, die hierbei rumkommen. Da kann man ja erkennen, teilweise hier um die 90 Liter Regen auf den Quadratmeter, teilweise dabei auch bayerischer Wald durch orographische Hebung eben hier teilweise punktuell über 100 Liter auf den Quadratmeter, auch hier mal ein Gewitter dabei. Wie gesagt, Freunde, die Punkte können natürlich in den neuesten Rechenläufen dann auch wieder variieren und es geht aber um den Modell-Output, was ist heute in dieser Wetterlage eben möglich, ne? Ja, jetzt schauen wir mal auf Sachsen und da möchte ich euch mal was zeigen, wie das jetzt hier vonstatten geht. Das sind auch die stündigen Niederschlagssummen. Wie das jetzt einhergeht mit den stündlichen Niederschlagssummen, kann man hier jetzt gut erkennen. Denn hier ist eine Zelle zum Beispiel jetzt mal, die jetzt den Weg in Richtung Osten parallel zum Erzgebirge nehmen wird. Denn es ist so, oder sollte, ja. Und dementsprechend ist es eben so, dass diese eingelagerten Gewitter nachher eben hier die punktuelle Unwettergefahr bringen werden und nicht dieser flächige Dauerregen nachher. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Es ist, wie gesagt, so, dass wir hier in Sachsen, wo eben die größte Unwettergefahr heute herrscht, ne, dass wir teilweise Peaks von über 200 Liter auf den Quadratmeter geboten bekommen. Auch hier über 160 Liter auf den Quadratmeter. Auch in diesen Bereichen über 100 Liter auf den Quadratmeter. Das sind ganz schöne Hausnummern, Freunde. Und hier ist bereits die Zelle, die jetzt aktuell schon im Radar ist. Also, Freunde, ihr seht, hier wird sich gegebenenfalls noch einiges nachher bilden können. In Bezug auf die Verlagerung sieht es nämlich so aus. Wir haben jetzt hier die Bodenwinde. Ich mache das jetzt mal mit Schwarz. Wir haben die Bodenwinde, die jetzt eher so ein kleines bisschen aus nordöstlicher bzw. nördlicher Richtung kommen. Ein Stockwerk weiter drüber, also quasi in 850 Hektopascal, kommt der Wind eher aus südöstlicher Richtung. Seht ihr das? Also das ist im Prinzip diese Gegenstromlage, die wir hier haben. Die Gewitter werden im Prinzip am Erzgebirge nachher hier in diesen Bereich hineingelenkt durch den Bodenwind, werden aber zusätzlich von Süden her mit den Gewitterenergiewerten eben hier versorgt und dementsprechend kann es nachher zu diesen Mengen hier heute kommen und das ist eben die Krux an der ganzen Geschichte. Hier besteht heute erhöhte Unwettergefahr durch Überflutungen, teilweise ja unter Wasser gesetzte Keller, Garagen, wie auch immer, diese typischen Geschichten bei diesen punktuellen Starkniederschlägen. Ne? Wie gesagt, ich hoffe, dass alles gut geht heute. Dennoch, die Karten sensibilisiert nachher betrachten natürlich, ganz, ganz klar. Der Deutsche Wetterdienst hat die ganze Geschichte auch schon bewarnt. Man sieht das jetzt hier auch sehr gut. Ne? Die typische 5B-artige Zugrichtung jetzt hier und gerade eben in den nördlichen Regionen jetzt hier, ja, ist es dann eben so, dass nachher ja, die Verstärkung einhergeht, obwohl diese klassische Staulage hier in Sachsen heute nicht der Fall ist, sondern eher diese punktuellen nachher Gewitter, die aufgrund dieser Gegenstromlage nachher ja, denselben Ort immer wieder treffen können. Und es wird auch nicht alle treffen, Freunde. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Es wird nicht jeden treffen. Gerade Richtung Leipzig oder so wird überhaupt nichts groß passieren. Ne? Jetzt nochmal abschließendes Wort in Bezug auf das Meteorologics-Modell beziehungsweise auf das Icon D2-Modell mit dem Meteorologics, wie nennt man das, mit dem, ich komme gerade nicht drauf, ja, mit dem Profil halt. Und auf jeden Fall kann man jetzt hier erkennen, wie jetzt die einzelnen Member auch nochmal in diesem Modell selber, ja, hier Unterschiede ausspucken, aber auch immer wieder die gleichen Werte so ein bisschen drin haben, bloß die Hotspots eben woanders hingelegt haben und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit für Unwetter heute in diesem Bereich sehr, sehr groß. Ne? Also wie gesagt, Freunde, das wollte ich euch einfach nochmal
nahebringen und ich hoffe, ihr konntet mir diesbezüglich auch folgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis später, wenn ihr möchtet. Kommt gut durch den Tag, haltet die Radare im Auge und ansonsten, ja, Freunde, wie gesagt, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis später, wenn ihr möchtet. Glück auf und ciao.